Wer bist du? Ich bin wie du. Also, wer bist du? Wer ich jetzt gerade bin, weiß ich nicht. Wenn du nicht weißt, wer du gerade bist, dann solltest du in den Spiegel gucken. Dort hast du eine Antwort. So sah ich noch nie aus. So wirst du auch nicht immer aussehen. Ich meine, ich sah auch noch nie so aus. Wie meinst du das? Wir Menschen erfinden uns jeden Tag aufs Neue. In jeder Situation können wir jemand anderes sein. Wir sind wandelbar. Deshalb fällt es dir auch so schwer zu sagen, wer du genau jetzt bist. Nur wenn du zurückguckst, dann kannst du immer nur sagen, wer du mal gewesen bist. Und nicht wie wir gerade sind. Wir sind wie unfertige Kunstwerke. Nur wenn eine Version unserer selbst abgeschlossen ist, können wir diese im Ganzen betrachten. Ja, genau so ist es. Deshalb verstehe ich auch gar nicht, warum wir uns konstant den Druck machen, zu wissen oder wissen zu müssen, wer wir sind. Genau in dieser Freiheit zu sein, liegt doch der Kern von uns selbst. Also, warum setzen wir uns da so unter Druck? Aber es ist wichtig, vorauszuplanen. Man muss sich für die Zukunft wappnen können. Ganz ehrlich, ja, ich verstehe, dass du auch für die Zukunft planen willst. Aber Zukunft hin oder her, am Ende des Tages passieren die Dinge sowieso nicht so, wie wir sie ursprünglich haben wollten. Und das Ergebnis ist meist viel, viel besser als das, was wir geplant haben. Es wird viel besser, weil es eine Überraschung ist. Das Ergebnis, unsere Arbeit, weil wir diese Überraschung sind. Und genau das macht es doch eigentlich so schön, einfach zu sein. Inwiefern? Was ich mit dieser Freiheit meine, zu sein? Das fragst du? Warte, ich zeig's dir. Echt schön. I love you too. Oh. I love you. Die
Schönheit des Himmels geht ja nicht weg, egal wie du diesen siehst. Ja, das hast du schön gesagt. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und was denkst du? Ich denke, es ist eigentlich meine Zeit, seine Freiheit genießen zu können. Ja, aber das hast du schön gesagt. Und? Verstehst du jetzt, wie wichtig das ist, einfach zu machen? Siehst du diese Ergebnisse von diesen ganzen spontanen Ideen, von den Wünschen, die du zugelassen hast? Es ist wie ein Geschenk und das sollte man nicht wegwerfen. Es ist eine Überraschung. Es stimmt. Ich habe die Freiheit, alles tun und lassen zu können, was ich möchte. Es liegt ganz alleine bei mir, was ich aus dem Kommenden mache. Ganz genau. Es ist okay und gut, sich einfach treiben zu lassen.